Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Mediurs. Es geht um Erste Hilfe und es geht um eure Fragen. Und die Frage lautet, was tun bei Stich, Messerstich in den Hals? Und das gucken wir uns an. Wir nehmen unsere Traumabandage des Vertrauens. Da mir gerade ein Lieblingsopfer fehlt, zeige ich euch, wie das bei mir funktioniert. Ich erkläre euch aber auch, wie das im Holländischen, also bei der anderen, funktioniert. Okay? Wir haben hier die Woundstop Care One, das ist im Grunde die Israeli Bandage, nur ohne Druckbügel. Den brauchen wir auch nicht zwangsläufig. Wir haben hier diese Daumenschlaufe. Hier stecken wir unsere Bandage durch und ziehen uns jetzt eine Öse, die so groß ist, dass wir uns die Öse gekonnt rüberwerfen können. Jetzt haben wir hier schon mal die Wunde abgedeckt. Ich gehe bei und wickle mir jetzt ein. Das muss nicht schön. Das soll schlussendlich vor allem funktionieren. Und ich erkläre euch auch gleich dazu, wie das Ganze richtig funktioniert. Mit dem Ende machen wir das Übliche, mit dem Haken, mit dem Einfädeln. Unseren Patienten bitten wir, genau so den Arm über den Kopf zu nehmen. In dem Moment, wo wir jetzt hier den Arm runternehmen, erhöhen wir hier nämlich dramatisch den Druck und fertig ist unser Druckverband. Das geht einfach. Was mit einer wunderschönen Traumabandage funktioniert, funktioniert auch mit einem sogenannten Schemack. Auch wenn der im Moment vielleicht nicht allzu beliebt ist bei dem einen oder anderen, das ist mir eigentlich relativ wumpe. Ein norddeutsches Sprichwort sagt, wer rettet, hat recht. Ich entsafte immer noch über meine rechte Halsseite. Nehme den Flügel so hoch wie irgend möglich. Mache hier wieder den Knoten rein. Arm runter und habe hier wieder ähnliches Prinzip. Voilà. Wenn ihr das bei jemandem anderen macht, lasst ihr den Arm bitte so über den Kopf nehmen, was das Ganze noch deutlich verstärkt. War gar nicht schwierig, oder? Meine Damen und Herren, derartige Tipps, Tricks und Möglichkeiten gibt es noch viel, viel mehr bei mir in den Kursen, unter anderem in den Online-Kursen. Alles Weitere dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.